Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sponsor Chunk of Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Beim letzten Mal haben wir hier den Bereich des Seetankwalds abgeschlossen. Und nun würde ich sagen, zögern wir auch ein bisschen nicht länger, denn es gibt ja eh nichts zu tun. Und gehen direkt hier zum Schiffsfriedhof des fliegenden Holländers. Der Schiffsfriedhof. Irgendwo in diesem gruseligen Durcheinander erwartet uns ein furchterregender Geist. Da ist er ja schon, der fliegende Holländer. Wer wagt es, den fliegenden Holländer zu stören? Ich bin Sir SpongeBob. Ich brauche keine Kekse. Aber ich bin doch gar kein Pfadfinder. Hör mal, Junge, ich bin gerade viel zu aufgewühlt, um dich zu Tode zu erschrecken. Komm später wieder. Was ist denn los? Es sind diese verdammten Roboter. Sie haben mich von meinem eigenen Schiff geworfen, haben sie. Von seinem eigenen Schiff geworfen zu werden, ist genauso, als ob dir von einem flüchtigen Bekannten die Unterhose runtergezogen wird. Das ist eine sehr traurige Sache. Und jetzt haben diese Roboter ihr eigenes Piratenschiff und ballern sich gegenseitig weg. Kann ich vielleicht irgendwas für sie tun? Nun, da du schon fragst, geh auf mein Schiff und benutze die Kanonen, um das Roboterschiff eigenhändig zu besiegen. Noch irgendwelche Fragen? Gibt es diesen wunderschönen Hut auch in Größe 3? Nein, aber wenn du das machst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender als Beute. Und jetzt Abmarsch! Das hört sich ja interessant an. So ein Schiffskampf. Ein weiterer neuer Roboter. Nee, aber SpongeBob hat doch nichts gemacht. Greift er den jetzt an? Oh. Etwas größere Geschenke Fläche, so als die mit der Tartarsoße. Sollte man etwas mehr aufpassen. Autsch! Nee, so funktioniert das nicht. Ah, okay, verstehe. Also eigentlich sollte man erstmal was werfen, damit... Autsch! Diese Schick... Ah, warte, nee. Ich habe die Idee. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Autsch! Oh. Okay. Ist auf jeden Fall ein sehr starker Gegner. Wie funkelnd! Oder ich hab's noch nicht ganz begriffen, wie man den besiegen kann. Funktioniert's so? Kann ich ihn jetzt nochmal angreifen vielleicht? Ouch. Ja, so funktioniert das auf jeden Fall. Dann wissen wir ja jetzt Bescheid. Okay. Hat oben ist was für Sandy auf jeden Fall. Hier links ist eine Teleportkiste. Ich würde sagen, das hier ist eher was für Sandy, also gehen wir mal wieder. Gehen wir vielleicht auf die andere Seite. Man nennt mich auch Schwamminator. So. Wie man ist hier und... Ah, hier unten ist ja was. Für 2700 glänzende Objekte. Da haben wir ja Sorge genug für. Mal gucken, was passiert. Ein Schalter. Okay, wofür ist der Schalter? Ah, okay, da oben ist auch so ein Schalter gewesen. Aber halt hier für die Wanderblase. Aber wo war das denn jetzt? Ah, da vorne. Kann ich ihn überhaupt von hier aus treffen oder ist es so weit weg? Nee, ist so weit weg scheinbar. Oder warte vielleicht auch noch. Ah, okay, dadurch geht diese komische grüne Flüssigkeit weg. Wie
kommen so an diesen goldenen Pfannwender, der da unten ist. Okay, bevor wir also weiter hochgehen, würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder runter. Gucken, was es hier so zu entdecken gibt. Auf jeden Fall Roboter, die da schon irgendwie hergekommen sind. So, irgendwo hier. Ah, da hinten. Ist der goldene Pfannwender. Ah, hier unten hat sich die ganze SpongeBob an Einsatzleitung. So es versteckt. Kann losgehen. So. Das wäre auf jeden Fall schon mal unser erster goldener Pfannwender hier beim Flussfriedhof. Oder warte. Stimmt, ist ja noch gar nicht offen. Oh. Vielleicht müssen wir den Schalter ja noch einmal hier aktivieren. Vielleicht hat sich ja der Käfig nicht geöffnet, weil das ja eben so bedeckt war mit dem grünen Zeug. Und so, da hinten müssen wir hin. Genau, hier vorne. Oh nein! Hä? Also, okay, ich dachte schon. Sah eben etwas komisch aus. Okay, versuchen wir es mal nochmal. Auch nicht sterben, bitte. Soll den hier besiegen. Okay, von hier hinten bemerkt er mich nicht, also ist hier so ganz einfach, okay. Und dann gehen wir nochmal hier hin. So. Ah, hier ist noch ein Schwammball sogar. So, aktivieren wir jetzt nochmal. Oh, jetzt haben wir nur noch 30 Sekunden. Dafür ist also dann der Schwamm halt bereit für eine Runde Schwammball? Straßenblätter voraus! Oh nein! Oh nein! Ah, das ist ja aber auch ganz gefährlich, dort unten mit dem Schwammball entlang zu rollen. Man stirbt ja sofort, anders als bei dem Schlamm. Das ist auf jeden Fall dann kein Schwamm, irgendwie sowas anderes. SpongeBob an Einsatzleitung! Es kann losgehen! Ich bin ja nochmal so rausgesprungen, kann sich nochmal so retten, aber hier ist es ja nicht so. So, zerstören wir den hier nochmal. Versuchen wir es diesmal nochmal. So. Hey, hallo? Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. So, jetzt schnell los. Drück, 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 alle Neune! Jetzt aber gut um die Kurve kommen. Nein, hallo. So, aus dem Schwammball weg und so. Der erste goldene Pfannenwender in diesem Bereich. Ja, dann mal wieder hoch. Ja, dann gehen wir mal weiter nach oben. Richtung Schiff. Dass wir überhaupt hier irgendwo sehen. Ich sehe hier gerade kein Schiff. Nimm das! Geschenke öffnen ist klasse! Und dann aktivieren wir mal hier gleich diesen Schalter, gucken, was passiert. Ah, das bewegt sich dann. Ist auf der anderen, ja, auf der anderen Seite gibt es auch Schiff, also würde ich sagen, machen wir das so. Und dann können wir hier hoch. So, perfekt. Nicht wieder so einer. Da hinten ist ein Sockel. Aber scheinbar kann man den gleich mit Sandy holen. Gehen wir hier erstmal weiter. So. Ich bin besser. Paar bessere Raketen als er. Hey, was sollen wir jetzt hier machen? Also es scheint mir so wie ein Rätsel aufgebaut zu sein mit diesen Säulen. So, okay. Ich weiß ja natürlich, wie kommen wir dort vorne hoch so. Ganz klar, einfach nur die zwei hier aktivieren. Wofür bräuchte man den da? Wo
wohin geht er, wenn ich den aktiviere? Dort hinten. Wofür denn? Keine Ahnung, wofür. Wer ist da hier hoch? So, zerstören wir den. Okay, dort hinten. Oh nein. Autsch! Ja, ich wusste, das wird nicht passieren. Ich komme! Alles nochmal. Das war zu stark nach links gelenkt. Schon wieder zu schwierig hier mit der Wanderblase. Jetzt hat er sich wieder sein Schild aufgeladen. So, jetzt aber nicht. Gut. Dann mal weiter. So. Okay, hier vorne ist auf jeden Fall eine Unterhose. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Das stimmt. Ich habe ja immer noch nicht nachgeschaut, ob es hier in der Oberwelt irgendwelche goldene Unterhosen gibt. Oh, nein. Ich lebe noch. Okay, was macht man da am besten? Kommt man hier irgendwie hoch? Nee, hier kommt man nicht hoch. Vielleicht irgendwie... Ah, nein. Ich wollte eigentlich einen Doppelsprung machen, aber dann war es zu spät. Egal, müssen wir den ganzen Weg dann nicht wieder hochlaufen, sondern spawnen direkt wieder oben. Ich muss die hier nochmal aktivieren. Dann mache ich das mal schnell. Waren wir auch nicht dort oben, also noch nicht. Können wir auch direkt machen. Gucken, was hier oben ist. Oh nein. Boah. Fast wieder gestorben. Auf jeden Fall ist hier ein goldener Pfannwender. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Bestimmt kommen wir mit dem Trampolin wieder hier hoch. Gut. Ja, dann mal wieder hier hoch. Ah, okay, hierfür ist es da. Wenn man dort hinten nicht dort hochkommt, weil diese eine Säule nicht diese Pfeile an der Seite hat. Okay, also muss das so sein. So. Mal wieder die. So, weg mit dem. Jetzt können wir hier wieder durch. Okay, am besten jetzt nicht runterfallen. Zu hübsch! Ich halte es nicht aus! Nun ja, beim letzten Mal sind wir ja nicht wirklich runtergefallen, sondern der hier ist so blöd angegriffen. Nennt mich auch Schwaminator. Und hier oben. Schieren wir den. Ja, weiter geht's. Was mit den? So. Nicht ganz. Ja, nochmal. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Wir haben ihn gerettet. So. Mit denen. Ja, wie machen wir das jetzt hier am besten? Ich würde sagen, so. So. Gucken, was damit ist. Mhm, okay. Ich würde das hier aktivieren und den in der Mitte wieder zurückholen. Ungefähr so. Dann hier hoch. Ja, so also wird schon passen. Gucken, was dieser Schalter hier macht. Ah, okay. Der Mast ist gefallen.
Und somit kommen wir dann hier wohl weiter. Ja, da oben sind die Schiffe. Hä? Ist das jetzt etwa hier eine Rutsche oder wie? Das wurde mir vorher nicht gesagt. Ich dachte, ich könnte einfach rüberlaufen. Ah ne, jetzt muss ich das hier nochmal machen. Oh nein, wir sind ja so komplett weit hinten. Ist ja nervig. Ah, okay, dann mache ich das schnell. So, muss ich schnell hier mal ein paar aktivieren. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, drück, so, jetzt drück, drück. Hoch. Hier rüber. Gut. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Da hinten auch zerstören. Nee, nicht so. Mal. So. Jetzt noch einmal. Also weg mit denen. Okay, weiter geht's. Nee, die Unterhose brauchen wir nicht. Zerstören wir den hier auch ein bisschen schon von unten direkt. Das macht es schon einfacher. So. Alles in Rekordzeit aktivieren. Okay. Ich komme! Schnell so. Hä? Warum bin ich jetzt runtergefallen? Ach nee, jetzt bin ich schon wieder hier hinten. Ey. Es nervt ja schon langsam. Jetzt aber nicht sterben. Am besten nicht runterfallen. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Es glänzt. Jetzt durch hier. Kapowi! Ich bin hier unten am besten direkt wieder. So. Oh nein. So funktioniert das natürlich nicht. So, weg mit denen. Ich glaube, wir müssen den Duplikatetraum von hier aus direkt zerstören. Die Wanderblase ist schon ziemlich stark. Weil man kann ja von überall dann alles angreifen, also solange es in diesen 7 Sekunden Radius drin ist. Aber trotzdem. Trotzdem stark. So. Wieder hoch. Nee, das ist ja schon aktiviert. Warum mache ich das hier überhaupt dann? Ich kann ja direkt weiter. Ja, hier ganz aufpassen. Beim letzten Mal bin ich ja hier runtergefallen. Das sollten wir lieber vermeiden, nochmal runterzufallen. Jetzt ist dort hinten die Teleportkiste aktiviert. Und hier ist auch noch ein goldener Pfannwender. Ja, weiter geht's. Ich habe immer noch hier keine Bushaltestelle gesehen, oder war da, wo die
Teleportkiste hinführt. Noch eine. Oh, die werden direkt noch angegriffen, auf jeden Fall. Blasenpower! Ouch! Ah, das nervt. Diese neuen Gegner sind auf jeden Fall sehr stark. So immer in Schatten wie von hier, nicht von irgendwo sonst. Da hinten ist auf jeden Fall das Ende des Bereichs, also muss irgendwo noch hier eine Bushaltestelle sein. Geschenke öffnen ist klasse! Jetzt habe ich den. Oh, doch nicht, der hat gerade noch im letzten Moment sein Schild aktiviert. So, jetzt aber. So, hier muss dann doch irgendwo eine Bushaltestelle sein. Oder nicht? Kann es sein, dass ich... Nee. Hätte ich ja nicht übersehen, die... Würde ich hier sofort auffallen. Aber ich sehe hier gar nichts. Ja. Aber irgendwie muss man doch auch hier mit Sandy dann durchkommen können. Wobei, mit Sandy... Nee, doch, mit Sandy kommt man dann da hin. Oder nee, da waren wir ja schon. Hey, wofür ist dann Sandy gut? Ich meine, mit Sandy kommen wir hier überall hin, wo wir schon mit SpongeBob waren. Egal, scheinbar brauchen wir Sandy nicht. Können wir ja erstmal weiter. Muss ich jetzt hier aufpassen? Nee, von dort hinten müssen wir weiter. Nicht von hier. So, hier rüber. Okay, das ist ein Schiffsfriedhof. Ahoi, Thaddäus! Schrubb das Achterdeck! So komisch. Hast du nicht einen silbernen Schneebesen zu besorgen? Nein, einen goldenen Pfannenwender. Was auch immer. Da oben ist einer. Okay, danke. Das wäre wohl ein weiterer Dreifache Pfannenwender. Schrecken. Nein, 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 nein. Oh. Nicht entkommen. Den dreifachen Schrecken. So. Mit denen. Ja, dann müssen wir hier jetzt ganz vorsichtig sein. Oh, die Plattform fallen runter. Okay, hier kann man anscheinend noch auch noch einmal drauf fallen, bevor man stirbt. Ja. So, okay, jetzt noch einmal. Kaboom! Jetzt hier schnell sein, dann was ist. Das ist viel einfacher, so. Nimm das! Ja, noch mehr von den Plattformen. Ach stimmt, war da nicht irgendwas mit einer Socke im vorigen Bereich? Ja, wir werden ja eh wieder zurückkehren, also. Was für Sandy. Hier kann man auch wechseln. Hm. Kann man. Nee, mit Sandy kommt man hier nicht hoch, oder? Nee. Ich würde schon gern wieder zurück, nur um zu gucken, was jetzt hier diese Schwungkarten wieder machen. Sandy muss ja hier noch irgendwie eine Bedeutung haben. Ansonsten wären die ja nicht hier. Dann können wir ja auch direkt die Socke dann wiederholen. Dann gehen wir hier wieder zurück. So, hier starten wir also. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! Ja, hier sind die Schwungkarten. Wir mal gucken, wie wir jetzt... Oh, ist ja knapp. Ich wollte sagen, mal gucken, wo wir jetzt hier hingehen. Ah, hier zu der Socke. Ist ja doch noch für etwas gut. Tja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Ja, dann kommen wir ja wieder zurück. Ist ja schon mal gelohnt, hier wieder mit Sandy zurückzukehren. Oh nein! Okay, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ja, den kann ich so nicht so schön da oben kommen.
Ist er jetzt? Schwirr ab, du lästiges Ding! Ist etwas blöd, dass ich jetzt hier runtergefallen bin. Ein Ungeziefer weniger! Okay, mal gucken, wie wir jetzt hier wieder überhaupt zurückkehren. Oder müssen wir jetzt hier ganz normal gehen? Wenn es hier keine Schwungkarten gibt, dann wohl leider schon. Obwohl, wir kommen ja hier nicht hoch ohne Spannschub. Also muss es hier irgendwo Schwungkarten geben. Autsch! Also da oben sind die auf jeden Fall, aber wie kommen wir jetzt da hin? Hier dran können wir eh nicht. Vielleicht kommen wir ja irgendwie dort hinten hin. Vielleicht kriege ich ja hier noch den Schwunghaken. Ja, hier noch gerade so. Weiter jetzt wieder zurück. So, und hier rüber. Na warte, hier ist ja eine Teleportkiste. Okay, mit der hätte man hier auch wieder zurückkehren können. Naja, egal. Wieder zurück zu einem anderen Bereich. So. Ah, das Handy zerstört ihn sofort. Toasteter Tiki nach Texas an! Das ist so nah dran gewesen. Und dann wieder zurück durch. So. Dann müssen wir hier wohl wieder zum Spannschock wechseln. Und dann müssen wir hier hoch. Es geht hier also noch ein ganzes Stückchen weiter. Naja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge SpongeBob Chunk of Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Seid gern beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier weiter durch Schiffsfriedhof, weiter zum Schiff des fliegenden Holländers gehen. Und bis dahin, ciao.